Willkommen bei der Ars Electronica 2020 auf unserem Selection Channel, einer von vier Kanälen, auf denen wir jetzt rund um die Uhr live streamen von 120 Orten weltweit. Und ich darf eigentlich gleich übergeben an die Moderatorin dieses Gesprächs, an Renata Schmidt-Kunst. Sie ist weltbekannt in Österreich für eine fantastische Sendereihe, die sie auf Ö1, dem österreichischen Kultursender, produziert und realisiert und moderiert und gestaltet, Gespräche. Und sie ist auch eine langjährige Filmemacherin, Regisseurin, Journalistin und nicht zuletzt auch evangelische Theologin. Also all das, was wir brauchen, um dieses wunderbare Gespräch zu führen. Bitte, ich darf an dich übergeben. Dankeschön, Gerfried Stocker, zu viele Lorbeeren. Ich freue mich mit Ihnen jetzt die nächste halbe Stunde und mit den zwei Gästen. Einer ist ja hier Gerfried Stocker, der Leiter der künstlerische Leiter des Ars Electronica Festivals. Und zugeschaltet aus Berlin heute ist Roger Deweck, ein Schweizer Publizist. Er war viele Jahre Chefredakteur der Zeit und er war auch sieben Jahre lang der Chef, der Direktor des Schweizer Fernsehens und Rundfunks. Und er ist heute bei uns, weil er gerade ein ganz fantastisches Buch geschrieben hat. Vielleicht kann die Kamera das kurz einfangen. Es ist nämlich das Buch Die Kraft der Demokratie. Und wir wollen auch heute über Demokratie reden. Und ich begrüße Sie sehr herzlich. Herr Deweck, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich. Sehr schön. Ich möchte die erste Frage an Sie beide, ich sag mal jetzt kreuzweise, stellen. Und zwar diese Frage, Herr Stocker, an Sie oder wer dann antworten möchte, können wir noch schauen. Wozu braucht denn die digitale Welt die äußere Form Demokratie, die eine Gesellschaft organisiert? Und wozu, Herr Deweck, braucht Demokratie das Digitale und die Welt dieses Digitalen, die ja immer größer und größer wird, bis hin zu E-Governance und völlige personenlose Verwaltung von Staaten? Wer möchte dann beginnen? Der Herr Deweck, bitte. Ich glaube, die Demokratie braucht alles, was es auf der Welt gibt. Und wenn es neue Möglichkeiten gibt, dann muss die Demokratie sich so weit entwickeln, dass sie auf der Höhe dieser neuen Möglichkeiten ist und diese Möglichkeiten auch nutzen kann. Ich würde sagen, im digitalen Zeitalter haben die Bürgerinnen und Bürger weit mehr Ausdrucksmöglichkeiten, als das früher der Fall war. Und gleichzeitig sind in vielen, vielen Ländern ihre Möglichkeiten der Einwirkung auf die Politik nicht gestiegen. Und das birgt eine gewisse Spannung. Und das mag der Grund sein, warum in vielen Staaten jetzt überlegt wird, ob man nicht auch direktdemokratische Elemente stärken könnte. Und das bringt dann die Ausdrucksmöglichkeiten und die Einwirkungsmöglichkeiten etwas besser ins Lot. Wenn ich ganz kurz nachhaken darf, Herr Deweck, wir schauen heute alle nach Weißrussland, nicht nur gespannt, sondern eigentlich sehr oft auch schockiert und sehen dort, dass junge Leute natürlich selbstverständlich die neuen Medien benutzen, die sogenannten sozialen Medien auch benutzen, aber die Realität, die sie erfahren, ist, dass sie auf der Straße weggefangen werden, gefoltert werden, misshandelt werden und recht wenig reale Möglichkeit haben, außer diesen Druck der Straße zu machen, ihre Situation zu verändern. Ja. Die Bewegung hat sich teilweise über soziale Medien kristallisiert. Sie mobilisiert sich, informiert sich über soziale Medien. Aber das Aufkommen des digitalen Zeitalters hat in diesem Sinne die Welt keinen Deut besser gemacht. Es gibt neue Möglichkeiten, die man zum Besten nutzen kann, gerade in Sachen Debatte. Und es gibt diese gleichen Möglichkeiten, die man zum Schlimmsten nutzen kann. Fake News alle Möglichkeiten des Missbrauchs der digitalen Welt, so wie es Missbrauch in der realen Welt gibt. Mhm. Gerfried Stocker, du giltst ja als einer der Pioniere in Österreich, so weltberühmt wie ich in Österreich bin, bist du auch weltberühmt, als Pionier der Digitalisierung sozusagen, wenn man möchte. Und es ist ja oft der Vorwurf, das war schon so mit den Revolten, sogenannten Revolten in Nordafrika, ob das jetzt Tunesien war oder Ägypten. Dieser Vorwurf an die digitale Welt, das ist sozusagen dieses politische Engagement von jungen Leuten, die sich über das Internet vernetzen, missbraucht wird. Durch Kontrolle, durch Manipulation.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja, wenn wir über das Digitale sprechen, dann sprechen wir über Daten- und Informationstechnologien, deren Macht und auch Potenzialität darauf beruht, Daten zu sammeln in großen Mengen, sie zu aggregieren und auswerten zu können. Mhm. Das heißt, all das, was solche Systeme analysieren können, können sie auch synthetisieren, also sprich faken, können sie damit auch Kontrolle ausüben. Das heißt, es ist eine Technologie, die so großartig sie ist, so viele Möglichkeiten sie hat, in ihrem Kern das Übel selbst darstellt. Und deswegen ist es, glaube ich, so eine große Herausforderung an die Demokratie. Deswegen brauchen wir demokratische Gedanken, eine demokratische Haltungen, um überhaupt das zu schaffen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, nämlich diese digitale Welt, von der wir sprechen, als sozialen Lebensraum zu begreifen. Denn sie ist längst keine Technologie und Infrastruktur mehr, kein Werkzeug für Industrie, Forschung oder so, sondern sie ist ein realer Lebensraum für, mittlerweile sind 4,8 Milliarden Menschen an das Internet angeschlossen. Sie ist ein ganz ein realer Lebensraum und in diesem Lebensraum müssen wir sozusagen eine Kultur des Umgehens miteinander entwickeln, die in Betracht zieht, dass diese Technologie bestimmte Möglichkeiten zur Machtausübung hat, die wir in der Form vielleicht vorher gar nicht hatten. Mhm. Und umso wichtiger ist eben diese Sensibilität, die wir brauchen für demokratische Prinzipien. Ich glaube, ich darf hier gleich anknüpfen. Was die Gefahr, die größte Gefahr im digitalen Raum ist schlicht und einfach die genau gleiche Gefahr, wie wir sie im realen Raum haben, nämlich Allmacht. Schon Montesquieu, der Erfinder der Gewaltenteilung, sagte, wer alle Macht hat, missbraucht sie. Und wir haben in diesem neuen Raum plötzlich mit Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA, wie man sie nennt, Mächte, die übermächtig sind. Es ist eigentlich eine einzigartige Entwicklung in der Weltwirtschaftsgeschichte. Selten gab es so viel gebündelte Kapitalmacht und Datenmacht. Und das ist eine der demokratischen Hauptaufgaben, jetzt diese Macht einzudämmen. Nur mit Kartellbehörden wird man das nicht schaffen. Bis jetzt haben es die Gesetzgeber auch nicht ernsthaft versucht. Und deshalb habe ich beispielsweise in meinem Buch vorgeschlagen, eine hochkompetente, hochdotierte EU-Agentur für GAFA zu gründen, die sämtliche Dimensionen der Arbeit von GAFA-Konzernen, von den Daten bis zu den Algorithmen, von der Kapitalbündelung und dem Wegkauf von Start-ups bis hin zur Art und Weise, wie sie den gläsernen Bürger privatisiert haben, überwacht, kontrolliert, reguliert. Diese Übermacht muss gebrochen werden. Mhm. Herr de Weck, ich frage noch mal nach. Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch. Das ist der ganze erste Teil des Buches, also die erste Hälfte des Buches geht ja darum, zu analysieren, wo sind wir denn heute überhaupt? Wie kam es denn so weit? Und to make a long story short, würde ich jetzt mal sagen, Sie kommen zu der Analyse, dass insgesamt in der ganzen Welt, aber auch in Europa, der Drang oder der Trend eher so nach rechts geht. Also dass auch mittlerweile, ja, muss man sagen, auch europäische Regierungen von der liberalen Demokratie zur illiberalen Demokratie übergegangen sind. Und wenn Sie jetzt sagen, ich schlage vor für die Rettung der Demokratie, dass wir solche Institutionen einrichten, wie diese Internetkontrollinstitution, von der Sie gerade gesprochen haben, und wir uns fragen, wieso passiert denn sowas nicht, dann müssten wir uns natürlich auch mit den politischen Realitäten auseinandersetzen, nämlich, dass es Politiker gibt, die das auch gar nicht wollen. Also die von ihrem Politikmachen her, wir nennen es illiberale Demokratien à la Ungarn, die vom Politikmachen her dieser Refeudalisierung, wir können dieses Wort jetzt gerne mal benutzen, der Welt auch gerne Vorschub leisten. Sehr einverstanden und trotzdem bin ich ein Optimist und kein Kulturpessimist. Das ist schön. Aber ich finde, dass gerade die Corona-Krise viele gute Entwicklungen gebracht hat. Da hat sich, dass die Rechtspopulisten sind in der Defensive. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Donald Trump abgewählt wird, ist
beträchtlich gestiegen, weil diese sogenannten starken Männer schwach regieren und in der Pandemie völlig versagt haben. Ich beobachte, wie sich mitten aus der Pandemie heraus, durchaus auch von sozialen Medien gestärkt, eine mächtige antirassistische Bewegung entfaltet hat, erst in Amerika und bald auch in Europa. Ich beobachte, wie der Sinn dafür, dass die Übermacht der digitalen Riesen da es sich geschafft hat. Ich beobachte, wie der Sinn für die großen Ungleichgewichte, die seit Jahrzehnten kritisiert, aber nicht korrigiert werden, sich geschärft haben zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Mensch und Natur, zwischen Arm und Reich, zwischen Frau und Mann. Mit anderen Worten, dass die allgemeine Geisteseinstellung in der Gesellschaft hat sich, finde ich, über die vergangenen Monate, die ja auch viel Leid gebracht haben, eher zum Guten gewendet. Und das scheint mir eine Voraussetzung auch dann für institutionelle Modernisierungen der Demokratie. Das Stichwort nehmen wir nachher nochmal auf, die institutionellen Modernisierungen der Demokratie. Das ist in Ihrem Buch auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Kapitel. Habe jetzt nochmal an dich, Gerfried. Ich habe das Wort Refeudalisierung jetzt in unser Gespräch eingebracht. Wir zwei haben uns schon sehr oft unterhalten über das im gesellschaftlichen Bereich und du hast damals ganz zu Recht gesagt, dass... Es ist eine feudale Situation, die wir haben. Es ist absolut vergleichbar mit gesellschaftlichen Zuständen, wie wir sie vor Hunderten von Jahren haben. Hatten diese Landlords, so wie es früher war, sozusagen, auf wessen Land du lebst, dessen Eigentum bist du, also Leibeigenschaft als ganz normales gesellschaftliches Prinzip. Und in Wirklichkeit haben wir jetzt eine digitale Leibeigenschaft. Unser digitaler Leib, unsere digitale Identität wird beherrscht, dominiert, ausgebeutet und vermarktet von ganz wenigen digitalen Landlords, die beliebig nach Gutdünken ihre Spielregeln und ihre Gesetzmäßigkeiten diktieren können. Und ich bin da völlig sozusagen auch bei dem, was Roger de Weck sagt, wir bräuchten sowas wie eine große, starke europäische Institution als Gegengewicht, vielleicht nicht nur als Regulierungsbehörde. Im Sinne sozusagen des Optimismus würde ich gern vorschlagen, sowas wie man in den 50er Jahren, als klar war, dass auch ausgehend von den USA eine Asymmetrie entsteht in der Beherrschung der damals ganz heißen Technologie, nämlich der Kerntechnologie, hat man sich entschieden, in Europa sagen, zu bündeln, Kräfte zu bündeln und hat eines der spannendsten Forschungszentren der Welt gegründet, den CERN, wo 10, 12, 13.000 Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an den ganz wichtigen, damals war das eben die Nuklearphysik, um an den ganz wichtigen Fragestellungen der Welt zu arbeiten und Europa damit auch eine Position zu verschaffen. Und ich glaube, so eine europäische Position oder Institution dürfte nicht nur eine Regulierungsbehörde sein, sondern wir brauchen ja, wir haben einen enormen sozusagen Nachholbedarf in der Erforschung der kulturellen und sozialen Verwicklungen dieser Technologie. Wir sind ja noch immer viel zu sehr darin, dass die Digitalisierung eine Angelegenheit der Industrie ist, der Technologie, der Wirtschaftsministerien und nicht wirklich der Bildungsministerien, der Sozialministerien, also all der Zuständigkeiten, die eigentlich für das breite gesellschaftliche Leben zuständig wären. Das Stichwort Bildung nehmen wir gleich auf. Ich möchte aber nochmal an unseren Optimisten, an den Herr de Weck, die Frage stellen, was Sie jetzt gehört haben vom Gerfried Stocker, dass die digitale Welt sozusagen eine absolut feudalisierte Welt ist. Da muss man sich ja auch überlegen, was da für eine Wirtschaftskraft dahinter steht. Und man hat es ja gesehen in diesen Befragungen des Herrn Zuckerberg bezüglich seines Facebooks, wie schwierig es war, überhaupt da rechtlich und administrativ dem Herr zu werden. Also wenn der digitale Raum ein feudaler ist, was ist dann die optimistische Antwort von Roger de Weck darauf, jenseits dieser Behörde, die man ja erstmal etablieren muss und da muss man sich ja auch erstmal gegen große Wirtschaftsmachten durchsetzen? Ja, es ist nicht das erste Mal innerhalb des Kapitalismus und wir werden noch relativ lange mit dem Kapitalismus leben müssen. Und es geht zunächst einmal nicht mehr um Revolution, sondern es geht darum, diesen Kapitalismus etwas vernünftiger zu organisieren. Und es bedarf des Willens zum Organisieren des Kapitalismus. Er ist über die vergangenen 4 Jahrzehnte methodisch desorganisiert worden. Das hat man Liberalisierung genannt. Das hat die Gesellschaft
völlig gespalten durch die Ungleichheiten, die entstanden sind. Die Reichen sind reicher geworden, die Superreichen superreicher. Und den Armen hat man eine Wirtschaftsreform nach dem anderen, einen Abstrich nach dem anderen zugemutet. Hier muss man das neu organisieren. Und ich sehe den Willen zu dieser Organisation aus der Gesellschaft heraus. Und da gehe ich mit Herrn Schocke ganz einig. Es bedarf nicht nur des staatlichen Handelns, sondern es bedarf auch des Willens, in Europa hier Konstruktives zu leisten, Eigenes zu leisten. Aber ich sehe von Seiten des Staates heute zum Beispiel der deutsche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der ein groß angelegtes Programm vorschlägt, um Klimaziele jährlich festzulegen, etappenweise die zu erreichen und dies verbunden auch mit einer Digitalisierung. Zusammen mit den Franzosen und 6 anderen Partnern betreibt er ja auch dieses Projekt Gaia, das gleichsam eine digitale Plattform für Europa wäre. Es wird nicht die perfekte Welt. Wir haben auch in vieler Hinsicht einen gewaltigen Rückstand gegenüber den Vereinigten Staaten in dieser Dimension. Sonst halte ich Europa für Avantgarde. Es ist der vernünftigste Kontinent im Moment. Man muss sich nur rumschauen in der Welt. Aber hier müssen wir einiges leisten. Und ich finde, wir sollten uns Europäerinnen und Europäer nicht unterschätzen. Wir sind Weltmeister darin, uns schlecht zu machen, sehen immer die Stärken der anderen und vergessen die eigenen. Also diesen Optimismus und die Frage, wer muss sich denn wie zusammentun? Wo muss man denn Kräfte bündeln, um das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, auch zu verwirklichen? Denn noch einmal, das sind große Wirtschaftsmächte. Und große Wirtschaftsmächte sagen nicht einfach, ja, nehmt ruhig die Hälfte von unserem Feudalreich, könnt ihr gerne haben, sondern sie werden sich natürlich dagegen wehren. Also das ist die Frage. Aber noch mal zurück zum Machtkampf. Und das ist natürlich die Frage, wie wird dieser Machtkampf geführt, Herr Fritz Stocker? Also auf der optimistischen Seite würde ich hier auch wieder ins Treffen führen, das Kapital, das hier sozusagen verhandelt wird, der Rohstoff, der ausgebeutet wird, sind ja wir Menschen als Nutzerinnen und Nutzer dieser Technologie. Und Entschuldigung, aber das gibt uns ja auch eine unheimlich starke Macht in dem. Denn wenn wir jetzt darüber reden, dass wir verlässlichere, vertrauensvollere digitale Produkte und Dienstleistungen brauchen, dass wir Vertrauen brauchen, auch in die, die uns diese Produkte und Dienstleistungen anbieten, dann ist das hier nur vordergründig jetzt sozusagen einmal eine Forderung sozusagen nach menschlicheren Systemen, die Bürgerrechte und so weiter ernst nehmen. Dahinter steckt ja auch eine entscheidende Frage für die Wettbewerbsfähigkeit auf diesem digitalen Markt. Denn das Interessante daran ist ja, dass weil diese Datenprodukte so unmittelbar mit uns als Menschen, mit unserem Privatleben und all diesen Dingen zu tun haben, wird der Vertrauensfaktor immer größer. Und es wird mit Sicherheit eine wettbewerbsentscheidende Frage werden, wer nicht nur die schnelleren, besseren, bunteren Apps anbieten kann, sondern wer die Dienstleistungen anbieten kann, denen wir auch trauen können. Und das ist dann schlichtweg eine Frage, die, glaube ich, auch über Marktmöglichkeiten entscheiden kann und die eine große Chance dafür bietet, dass wir in Europa mit sozusagen unserem Rucksack an Werten, der uns ja scheinbar in der Digitalisierung eher sagen, hemmt, weil wir nicht so schamlos Datenausbeutung betreiben wollen hier in Europa wie in anderen Regionen, der uns dann aber eigentlich zum Vorteil gereichen kann. Also das Ende des Feudalismus in der Geschichte Europas, das Ende des Feudalismus kam ja, Herr De Weck, und jetzt nehme ich nochmal einen Gedanken aus Ihrem Buch, Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre, erschienen im Surkamp Verlag auf. Also das Ende dieses Feudalismus war die Aufklärung. In dem Moment, wo man gesagt hat, hier sind unsere Erklärungen für euch, ihr müsst euch nicht fürchten vor den seltsamen Welterklärungen der katholischen Kirche, vor Mythen und anderen Dingen, vor Gewalt. Die Aufklärung setzt sehr auf das individuelle Wissen des Einzelnen. Was du jetzt sagst, Gerfried, kommt mir vor, wäre ja sozusagen auch ein Aufruf zu einer neuen Aufklärung. Und Sie, Herr De Weck, nennen das in Ihrem Buch eine hybride Aufklärung. Und vielleicht könnten Sie dann noch mal das erklären, was Sie meinen, und auch schauen,
oder uns vorzeigen, wie man das auch mit dem digitalen Raum verbinden kann. Ja, der digitale Raum vermengt noch viel stärker, als das im realen Raum möglich war, die Kulturen, die Denkweisen, die Mentalitäten. Und diese Hybridität halte ich für eine gewaltige Bereicherung. Und das begründet ja auch meinen Kulturoptimismus. Kommt hinzu, wir haben eine zweite Hybridität, mit der wir heute leben müssen. Die alte neoliberale Unterscheidung, da ist der Markt, da ist der Staat, ist völlig obsolet. Wenn wir uns die Volkswirtschaften anschauen, sind das durch und durch gemischt wirtschaftliche Konstellationen. Und mit anderen Worten wird es hier eine Zusammenarbeit von Gesellschaft und Politik bedürfen, von Staat und Wirtschaft, um voranzukommen. Und die dritte große Hybridität, die mich beschäftigt, und darüber hat Bruno Latour, der große Franzose, das Buch beispielsweise Parlament der Dinge geschrieben, oder Jean-Luc Nancy, die Kultur des Mit. Wir sind nicht hier und da ist die Umwelt, sondern wir sind Teil der Umwelt und die Umwelt sind wir. Dieses Mit, das von vornherein letztlich das Leben prägt, das ist eine Hybridität. Wir sind nicht mehr, und Corona hat es uns gezeigt, Herren über die Natur, sondern in der Natur drin. Und dieses Mit, da knüpfe ich gerne an den Gedanken von Herrn Stocker mit dem CERN an. Aus dem CERN, diesem großen Forschungszentrum in Genf, ist ja der World Wide Web hervorgegangen. Nicht etwa aus Wettbewerb, das, was unser Leben heute tagtäglich prägt, sondern aus Kooperation. Und da sind wir wieder beim Mit. Ich nehme das Mit nochmal auf, Herr De Weck, und zwar in einer philosophischen oder, wenn Sie so wollen, auch spirituellen Art. Also die Allverbundenheit zu erkennen, das ist zum Beispiel gerade was, was asiatische Religionen lehren schon seit Jahrhunderten, die Allverbundenheit, das Wissen darum, dass der andere eben ein Mitmensch ist und dass es ein Miteinander ist und nicht anders gehen kann. Und auf der anderen Seite haben wir das World Wide Web oder auch die digitale Welt, wo man ja oft sagt, also das ist eigentlich der neue Raum der Transzendenz. Oder noch eins weiter geschoben, das ist die neue Gottheit. Das ist dieses Unverfügbare. Das ist das, was wir nicht kontrollieren können. Das ist das, was über unser Leben bestimmt, was wir aber nicht fassen können. Wie gehören nun diese zwei Dinge, dieses spirituelle Verständnis ihrer hybriden Aufklärung, der Allverbundenheit, und dieses, wenn man so möchte, neues Gottesbild im digitalen Raum, wie gehört denn das zusammen? Oder möchte der Gerfried dazu was sagen? Also ich würde insofern sofort einmal widersprechen wollen hier an diesem Punkt, weil es uns so erscheinen mag, dass diese extrem komplexe digitale Welt, in der jetzt dann auch noch diese künstlichen Intelligenzen als autonome Systeme reinkommen, dass das in ihrer Unkontrollierbarkeit vergleichbar ist zu der Unkontrollierbarkeit, die die Menschheit vor Jahrtausenden schon zu Gottesbildern gebracht hat. Das ist ja nur sozusagen eine Ausrede für uns. Diese Welt können wir, wenn wir wollen, kontrollieren. Wir können nicht die Natur kontrollieren, wir können nicht die Naturgewalten kontrollieren, wir können nicht kontrollieren, wie die Planeten um die Sonne. Oder Leben und Tod. Genau. Ja. Aber was die digitale Welt anbelangt, das ist eine Kulturtechnik des Menschen, vom Menschen hervorgebracht, und deswegen ist es ausschließlich in unserer Verantwortung als Individuen und als Gesellschaft, sie auch zu gestalten. Das Recht auf diese Verantwortung müssen wir uns aber auch erkämpfen, und wir müssen es dann auch wahrnehmen wollen. Wollen Sie noch was dazu sagen, Herr De Weck, zu diesem spirituellen Aspekt? Gerne. Ich glaube, dass die digitale Welt natürlich geerdet auch werden muss in der realen Welt. Die Verschwörungstheorien, die jetzt überall sprießen, haben durchaus auch damit zu tun, dass man in der digitalen Welt, virtuelle Identitäten, alternative Fakten, synthetische Realitäten und erlebt und dann plötzlich gar nicht mehr bereit ist, sich anhand der Reibungen des Alltags eine Meinung zu bilden, sondern auch abheben kann. Das ist die eine Gefahr dieser digitalen Welt. Und diese Erdung zwischen realer und virtueller Welt, das letztlich unter verschiedenen Rahmenbedingungen, aber die ähnlichen Gesetze gelten müssen, das scheint mir wichtig. Und das Zweite, was mir wichtig scheint, ganz kurz,
Je medialer die Welt, desto wichtiger der persönliche Kontakt. Je medialer, je mittelbarer wir uns austauschen, desto stärker ist unser Bedürfnis, uns zu treffen und ja, zu riechen oder eben nicht zu riechen, uns zu spüren. Und das, was wir heute betreiben, zwei sind in der realen Welt miteinander, ich bin virtuell dabei, das ist sozusagen der halbe Weg. Wir hätten Sie sehr gerne bei uns, lieber Herr de Weck. Es sind noch zwei Stühle hier. Wir haben jetzt noch 5 Minuten und vielleicht darf ich diese 5 Minuten noch mal nützen. Du hast jetzt gerade gesagt, dieses Recht auf Mitgestaltung, das müssen wir uns auch erkämpfen. Das ist auch in Ihrem Buch, Herr de Weck, ein ganz wichtiger Punkt. Nichts ist uns geschenkt, nichts fällt vom Himmel. Alles, was wir haben, müssen wir ständig schauen, dass wir es behalten. In diesen 2,5 Minuten, die jeder von Ihnen jetzt noch hat, sowas wie ein Rezept unter Anführungszeichen? Ich gebe meine 2,5 Minuten sofort her, wenn ich die Frage an Sie stellen darf. Aus Ihrer Sicht, ist direkte Demokratie, in welcher Form auch immer, überhaupt noch vermeidbar? In einem Zeitalter von Social Media, unmittelbarem Zugriff durch die digitalen Medien auf alle Informationen, in der Fabrizierfähigkeit, in der Manipulierfähigkeit von Realität, führt ja kein anderer Weg. Es führt ja kein Weg daran vorbei, dass wir eine neue Form der direkten Demokratie entwickeln müssen. Wie könnte die ausschauen? Dessen bin ich mir gewiss, die direkte Demokratie, aber nicht nach schweizerischem Muster. Ich bin da kein Nationalist, Gott behüte. Aber direkt Demokratien, die jedes Land für sich erfinden muss, ist die Demokratie des Internetzeitalters. Und sie hat den großen Vorteil, dass sie wie im Internet die Themen viel früher setzt als in der repräsentativen parlamentarischen Demokratie, zum Guten wie zum Schlechten. Aber beispielsweise ist in der Schweiz dank der direkten Demokratie der ökologische Gedanke seit den 70er Jahren ein Thema der Politik immer stärker geworden. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht eine Erdung von eben die angesprochene Erdung von virtueller Welt und realer Welt verbinden kann. Aber ich habe dann die Gegenfrage, die Ars Electronica bei dieser Entwicklung, wo wird sie stehen in 10 Jahren? Also ganz optimistisch gesehen hoffe ich, dass wir immer an der Seite der Menschen stehen werden, die ständig natürlich und in den nächsten Jahrzehnten noch viel mehr mit den Herausforderungen der Möglichkeiten dieser digitalen Technologie zu tun haben. Ich denke, das ist eine der großen Chancen, aber auch Aufgaben der Kunst, hier als Vermittlerin auch einzutreten, hier auch einzusteigen und beizutragen, dieses große Defizit zu kompensieren, das wir Menschen haben. Wir haben kein Sinnesorgan für das Digitale. Wir können es nicht fassen, wir können es nicht sehen, wir können es nicht riechen, nicht hören. Das heißt, es ist eine ausschließlich kulturelle, intellektuelle Leistung, die wir erbringen müssen, als Individuen wie auch als Gesellschaft, hier Methoden zu finden, das so zu abstrahieren und aus dieser Abstraktion dann wieder Lebensprinzipien und Regeln für unsere Gesellschaft abzuleiten, damit wir mit dieser Größe umgehen können. Mhm. Und da ist die Kunst sozusagen eigentlich eine ganz, ganz starke Hoffnung, dass es uns durch die künstlerische Arbeit, durch die künstlerische Vermittlung auch gelingen kann. Also das heißt eigentlich, einen humanitären Fußabdruck im digitalen Reich zu hinterlassen. Das wäre die Aufgabe. Ich darf unsere viel zu schnell zu Ende gegangene Diskussionsrunde noch mit einem Gedanken vom Herrn de Weck abschließen, der nämlich einen schweizerischen Philosophen und Kunsthistoriker vor allem des 19. Jahrhunderts noch mal zitiert, den Jakob Burckhardt, der gesagt hat, es gibt Gescheiterte und es gibt erfolgreiche Krisen. Und dann sagt Herr de Weck, ich darf das kurz vorlesen, Herr de Weck, wir stehen vor der Aufgabe, aus der Demokratiekrise, in der wir uns ja auch de facto befinden, eine erfolgreiche Krise zu machen, in der digitalen oder analogen Welt, ganz egal. Und ich denke, dass heute hier zwei Männer miteinander gesprochen haben, die sich vielleicht öfters noch mal treffen sollten, um diese Gedanken auszutauschen. Und in diesem Sinne, Herr de Weck, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute, wenn auch nur ganz kurz, bei uns waren. Und ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie sich wiedersehen. Ich danke und ich grüße Sie.
Ebenfalls herzlichen Dank an Roger de Weck und ich hoffe, spätestens im nächsten Jahr können wir Sie dann vielleicht auch physisch hier wieder in Linz auch begrüßen. Herzlichen Dank auch an Renata Schmidt-Kunz. Sie wird ja auch morgen gemeinsam mit Walter Oetsch einen ganzen Tag an total spannenden Gesprächen genau wieder an dieser thematischen Schnittstelle von Autonomie und Demokratie, Selbstbestimmtheit und Demokratie im digitalen Zeitalter moderieren.